mein Name ist Signy. Ich bin 20 Jahre alt und ich mache aktuell meinen Weltwärtsfreiwilligendienst in Ghana mit der Entsenderorganisation BCEF. Während meiner Zeit hier in Ghana arbeite ich an der Salvation Army School for the Deaf. Das ist eine Gehörlosenschule in Aguna Svedru. Und an der Schule sind ungefähr 100 SchülerInnen vom Kindergarten bis hin zur Junior High School. Und ich bin aktuell im Kindergarten. Hallo, mein Name ist Hannah, ich bin 22 Jahre alt und ich mache den gleichen Freiwilligendienst über BCEF. Jetzt aktuell assistiere ich in der 6. Klasse. Die Arbeit an der Schule ist ziemlich vielfältig. Normalerweise assistiere ich den Lehrerinnen im Unterricht oder bereite gemeinsam mit ihnen die nächsten Stunden vor. Manchmal führen wir Freiwilligen, aber auch unsere eigenen Projekte durch. Also Signy und ich, wir wohnen bei den unterschiedlichen Gastfamilien. Und in meiner ist es zum Beispiel so, dass ich mit der Gastmutter und einer Gastschwester zusammenlebe und ich einen eigenen Raum für mich habe. Wir fühlen uns beide sehr wohl da und ich finde, es ist eine sehr schöne Erfahrung. Unsere Schule schließt für gewöhnlich um 2 oder 3 Uhr und dann haben wir auch immer Freizeit. Am Wochenende haben wir auch immer frei und die Zeit nutzen wir viel, um nachmittags, abends noch Freunde zu treffen. Und am Wochenende verreisen wir viel, um auch die unterschiedlichen Orte in Ghana kennenzulernen. Sowohl Ghana als Land als auch meine Einsatzstelle kann ich nur empfehlen. Warum ist ganz klar. Die ghanaische Kultur ist super vielfältig und man kann da ganz viele neue Erfahrungen machen. Und falls du eine Gebärdensprache lernen möchtest und eine Gehörlosenkultur kennenlernen möchtest, dann ist die Salvation Army School for the Deaf wahrscheinlich perfekt für dich geeignet.